Auch Clipped zeigt mehrere Mini-ITX-Mainboards, zum Beispiel das Thunderbird E3100. Es ist konzipiert für Intel Core Duo Mobile Prozessoren, hat aber keinen Standard Intel 945 oder 9 oder G45 Chipsatz, sondern einen E3100. Dieser Chipsatz wird hauptsächlich im Industriebereich oder für Server eingesetzt und unterstützt unter anderem auch bis zu 8 GB Arbeitsspeicher, aber ACC Arbeitsspeicher, das ist die Version mit Fehlerkorrektur. Sonst ist es noch mit insgesamt 2 PCIe 1.0 Slots ausgestattet und wir finden hier noch einige Schnittstellen, einen analogen VGA-Ausgang, 2 LAN-Ports, 4 USB-Schnittstellen und 2 serielle Ports. Auf dem Board selbst gibt es noch insgesamt 6 SATA-Ports und hier noch eine kleine Schnittstelle für einen Mini-PCI-Express-Karte. Das Thunderbird GM45 ist etwas mehr in Richtung Consumer, aber trotzdem auch für ICP-Kunden gedacht. Es ist hier ebenfalls für Intel Core Duo Prozessoren ausgestattet, aber mit einem GM45 Chipsatz. Das ist für die neue Montevina Plattform konzipiert. Es unterstützt bis zu 4 GB Arbeitsspeicher und es hat hier einen digitalen SDVIO Port drauf, mit dem sich solche Customized Schnittstellen integrieren lassen und damit lässt sich dann die Rückblende anpassen.